Stadinge! Starten! So, was würdest du sagen, Pascal? Gehen wir nochmal Kurznachrichten. Oh mein Gott! Das Bootshaus im Westen der Stadt ist verschwunden. Die hiesige Polizei ist ob des gehäuften Auftretens merkwürdiger Ereignisse in letzter Zeit überfordert und bittet die Bevölkerung um Geduld bei der Aufklärung. Was ist da auch noch? Okay. Das stimmt. Das war jetzt schon ein bisschen Z. Gut, wir gehen nochmal in Monte Bianco, würde ich sagen. Das Dorf der roten Münzen, das ist super. Pueblo de la Münzen Rioja, el Peseto Roja. Wie findest du es denn eigentlich, dass in diesem Spiel, im Gegensatz zu Mario 64, keine... So, finde ich! Okay. Keine 100 Münzenaufträge vorhanden sind? Ich finde das stupid. Okay. Weil für mich hat das nichts mit der Münze zu 100 Münzen zu sammeln, sondern mit der Geduld. Okay. Und ganz ehrlich, diese Aufträge, mich nervt sowas, ne? Kann ich verstehen. Weil, no está muy bien aquí. Gut. Was ist denn von der Kaufverkürzung? Wir müssen rote Münzen sammeln, aber eben ohne 100 Münzen, denn die gibt's nicht. Genau, 8 rote Münzen. Das ist ganz klassisch gehalten, sag ich mal. Okay. Guck mal, da rechts gibt's wieder eine Münzensache zu holen. Ich glaube, die war ein bisschen versteckter. Ja? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war hier hinter der Wand, ne? So komisch. Ja, ich glaube, das war hier so eine Ecke. Ich bin nervös, aber ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt mal so, so und so. Und dann versuchen wir da mal. Das war ja sehr optimistisch, Sebastian. Das war ja sehr optimistisch. Naja, ist ja auch egal. Machen wir erstmal über die Münzen. Ja, ich würde sagen, diese M's und X's. Ja. Das machen wir, wenn wir Bock haben, einfach. Ja, guck, hier ist es. Hier unten. Ja. Gut. Ich würde aber da sagen, wir machen es einfach. Wenn wir am Ende des Displays noch Bock da drauf haben. Also, brauchen wir das meiner Meinung nach. Ja, also, wie gesagt, wir sammeln einfach alle, die wir kriegen. Und mein Gott. Ja. Dann haben wir vielleicht nicht die volle Zahl an Dingern, aber mein Gott, das ist halt so. Weil die Münzen, das ist halt. Ja, kann man machen, muss man nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist irgendwie immer so ein bisschen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Machen wir es mal so, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die ganzen blauen Münzen sehen wollt. Seht mir bitte nicht mit so einem Scheiß, schreibt es bitte alle mal. Nee, ob wir es machen oder nicht, ist ja immer noch unsere Entscheidung. Nur um mal zu gucken, vielleicht sagen ja auch alle, nö, zeigt die nicht, dann zeigen wir sie nicht. Das ist ja ganz einfach. Ja, cool. Und wenn sie alle zeigen, dann wissen wir, okay, die Leute wollen sehen, wir zeigen sie aber trotzdem nicht, weil wir keinen Bock drauf haben. Ja, cool. Ist halt ganz einfach, weil es ist halt. Das war knapp. So, wo ist die letzte? Ist bestimmt hier drauf, ne? Ja, cool. Oh Mann. Pascal. Bisschen. Hängen geblieben. Sei mir nicht böse, aber du bist gut. Dann halt normal. Blaue Münze. Nein, blau ist richtig als rot. Ja? Nö. Alter. Hängen geblieben. Achso, falls ihr euch fragt, wofür wir die blauen Münzen sammeln, das werdet ihr noch erfahren. Was denn eigentlich? Ja, das wirst du dann auch noch erfahren. Also, du kennst dich ja echt gut aus mit den Spielern der Kindheit, muss ich ja echt mal sagen. Ja, nur, das ist schon ein paar Jahre. Au. Boah, das war ein schöner Treffer, Alter. Du kannst dich ja auf der WhatsApp schreiben. Per WhatsApp. Oh! So. Diese Chips sind sowas von geil. Die sind richtig gut, ja. Lecker Chips. Alter. Ich brauch ein Face, Alter. Warum? Ja, ich kann nicht leben, ohne Werbung zu machen. Für? Irgendwas. Die Chips zum Beispiel. Ja. Die hätte ich verdient, ja. Wie heißen die denn? Keine Ahnung. Pringles. Irgendwas mit Cheese, aber nicht mit Mario Cheese. Das ist nur Cheese. Okay. Gut. Okay, weiter geht's, Pascal. Mhm. Wie sieht's denn eigentlich aus? Das zweite Level, willst du das als erster betreten? Soll ich das machen? Warum jetzt? Ja, wir könnten jederzeit rein. Ich meine, es wird uns ja hier schon die ganze Zeit so angepriesen. Ja, ich würde sagen, wir machen Level für Level, oder? Okay, machen wir es so? Ja? Oder? Ja, soweit es halt geht. Ich meine, manche Aufträge, glaube ich, können wir auch gar nicht zu Ende machen. Ja? Ich bin der Meinung, es ist auch hier diese wieder so. Ach, weil die Düse erst freischalten können. Also ja. Ist hier ein bisschen ähnlich wie Mario 64. Also, du wünschst dich ja schon mal manchmal in deine Düsentrieb. Also, weiß nicht, ob du bin, den kennst. Bin ich eigentlich immer noch dran? Also, ich denke mal, bei dem Auftrag bin ich dran. Denn den hast du wie die Pest, oh, ja. Das weiß ich schon ganz genau. Da helfen auch 3 WhatsApp-Nachrichten nicht mehr. Hast du die geschickt? Nee, habe ich bekommen. Aber ich spiele da jetzt auch nicht drauf ein. Also bin ich jetzt. Aber von daher, jeder, der mir gerade in WhatsApp geschrieben hat, kann sich stolz fühlen. Kann für dich töten worden. Nee, ist doch egal. So, okay. Mutant Tyrannia, würde ich sagen, schlägt zurück.
Das ist natürlich sehr schön, dass sie das tut. Ich war eigentlich der Meinung, sie hätte sich in Schokopudding aufgelöst, aber... Ich hatte schon Schokopudding, ja, aber es ist doch die Wahrheit. Ja, aber dann, oh, wo sollten wir jetzt noch Schokopudding herkriegen? Wir haben gerade mal 20 Uhr. Okay, 21 Uhr. Tegu-Dinge. Logo. Kann man alles noch nachholen? So, ich würde sagen, hier hoch, glaube ich, das ging doch, ne? Da rägt er sich hier so hoch. Das kann ich mich noch gut daran erinnern, dass das ging. So, ich würde sagen, wir räumen hier mal ein Busy auf. Nur so ein Busy. Oh Mann, der war. Ach, das war, oh, das war dieser coole Move, den ich nie hinbekommen habe. Wie habe ich den gemacht? Drehen. Nee, dieser, den ich gerade gemacht habe, nicht drehen. Ich habe gerade so ein Rückwärtssalto gemacht, so einen komischen. Ich habe keine Ahnung, wie der ging. Hast du nicht gesehen, wie viel hier auf einmal weggespritzt war? Ja. Ah, ich hab keine Ahnung. Ich hab doch nicht den Namen. Ah, so, ich mal den sauber. Au. Perfekt. Ich hab ihn gerade aus Versehen hinbekommen, aber egal. Nein, nicht mau, mau, mau. Und die machen immer alle mau. Kannst du nicht mit dem Dreh hier auch so einen Spritzer machen? Ja, mit dem Drehsprung mach ich den hier. Der ist auch gut, aber ich habe gerade so eine. Das ist wie eine Explosion praktisch. Ja. Also ein bisschen. So, was sagt denn der? Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Schade. Ich glaube, von manchen kriegt man auch blaue Münzen jetzt nicht so weit. Drum mache ich die jetzt gerade mal sauber hier drin. So, wach auf. Start. Wach auf. Toll. Mann. Mann. Achso, da haben wir das. Aber halt nicht so weit nach oben. Okay, geht ja noch mehr. Jetzt. Sehr schön. Sebastian schafft auch mal was in seinem Leben. Dö, dö, dö. Fette Pflanze. Nervt mich nicht. Danke. Kann ich eigentlich einfach so abziehen? Wasser hilft nicht immer, wenn er sich bewegt. Was war das denn? Achso, da muss er auf dem Boden sein, kann es sein. Das kann sein, ja. Aber. Ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, aber es ist doch schon auch bei mir ein Pattern jetzt. Ja? Ich guck mal, ich füll erstmal den Boden. Das ist ja. Das ist schon was ab. Oh komm, wirf dir den tot, du läufst ihn auch, wenn du lustig bist. Hm, komm. Ja. Ja, du ja. Und tot. So. Und durchdrehen einfach. Okay. Geh weg. Nein. Oh Gott. Wo ist sie denn? Ah, eine blaue Münze. Was haben sie? Nein, nicht. Und man die ganze Zeit. Boah, das ist, glaube ich, ein mieser Auftrag. Aber das war auch schon früher. Oh nein, mach nicht so eine Drehung. Das glaube ich sehr gerne. Was? Was ist hier? Schlagen Dinge? Das kann sein. Ich höre sie aber. Ach, da vorne. Ich glaube, die muss man runter. Jawohl. Aber man muss sie ja trotzdem ins Maul schießen, ja? So. Nein! Das wirst du schön lassen! Nein! Geh weg, geh weg, geh weg! Ja! Mul! Andretti! Geht da! Mul! 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 Diesen Bomben-Dingers. Auf YouTube. Auf YouTube kann man das. Hat er jetzt nicht wieder? Hat er jetzt nicht, ne? So. Warum mit so, ne? Mehr hab ich ja nicht zu tun hier gerade. Aber wir sind schon Speicher. So. Quasi. So, okay, pass auf. Wir gehen hier wieder hoch. Das ist ein guter Spot. Das ist voll der Sniper-Spot, weißt du? Sniper. Das ist ein guter Sport, so wie Hornbach-Werbung. Ich finde, Hornbach hat immer sehr... Nicht Hornbach, das war Bauhaus. Bauhaus hat immer sehr, sehr lustige Werbung. Alter, wie blau ist gerade einfach? Rein, geh weg! Oh Mann, er hat mich gekackt. Hör auf damit! Was denn? Wer wird stürmen? Oh Gott, das ist ein bisschen zu viel. Doch, aber wahrscheinlich dann, wenn ich in der Luft bin.
Nein! Hör auf! Nein! Boah, das war mega knapp, Mann. Arschloch. Gehen alle weg. Oh, wie du mich erwischt? Du Lame-Bolzen. Nein! Das ist echt ein schwieriger Auftrag für den 5. Stern, muss ich mal sagen. Bam! Ein 5-Jährigen? Achso, ja gut. Ja, das kommt auch an, wie alt man ist, ne? Also ich wäre damals 2002 8 gewesen. Cool, du hast mich gerettet. Wow. Danke! Danke, du Wichser! Werf mich halt einfach hier hoch! Gut, ich denke mal, das wäre jetzt der normale Weg gewesen, um da hochzukommen zu der Pflanze. In der einen da hoch, oder? Einfach nur toll. Aua. Aua. Toll. Schöner Doppeltreffer. Mhm. Alter. Wie die einen immer ankotzen will. So. Nein! Okay, das war jetzt nicht so gut, ne? Wie fett die ist, ne? Kommt gar nicht klar auf die Fliegerei. Die Fliegerei, die macht die wahnsinnig. Hat die Senden? Ja, ist ja klar. Sobald ich losfliege, geht's hier natürlich wieder besser. Ja, darf ich das von hier? Natürlich nicht. Ich bin auch out of water, ja. Ich hoffe, das Wasser reicht jetzt natürlich. Es wird mega. Nein! Nein! Wer kann denn damit rechnen, dass die gar kein Wasser. Du Scheiße. Das Spiel wird einen einfach komplett verarschen. Jetzt kommt natürlich der Windmove. Danke, Berg. Aber die Kamera ist geil in dem Spiel, im Vergleich zum Mario 64, muss man einfach sagen. Der lässt sich in jede Richtung drehen, sogar in den Berg rein, wenn es sein muss. Chuck, mach es mal. Sebastian hat diesen Auftrag mit Bravo geschafft. Muss man ehrlich sagen. Muss sein Geld machen. Hab ich nicht gedacht, also ich hab nicht so geschafft, muss ich ehrlich sagen, Alter, aber okay. Ich meine, hast du wirklich gut gemacht, ich sitze jetzt hier am großen Maul, Alter, weil ich hab nicht gemacht, diese. Aber hast du wirklich gut hingekriegt, Alter? Okay. Weil die Bibliothek hat 2er Quote gehabt, Alter. 2er Quote? Sind die verrückt? Wir sind gerade auf Ankara. Hä? Stimmt, das muss ich eigentlich mal hochladen, oder? Ja, genau. So, bam. Ja. Bravissimo. So, willst du noch einen Stern machen? Wir haben noch so um die 3 Minuten. Ich brauch 2. Er braucht 2, sehr gut. Also von daher, hau mal rein. Müssen wir nochmal da rein? Wie viele Aufträge hat das? Ich glaube, einmal müssen wir da noch rein. 6, oder? 6? Obwohl, es gibt 100 Münzen. Klar gibt's 100 Münzen. Und ich glaube, die waren sogar teilweise richtig asozial, dass es richtig knapp war. Natürlich gibt es 100 Münzen. Da unten steht nämlich auch Münzen mal 4. Gut. Aber jetzt nicht als Auftrag, ne? Ja, es wäre dann der 7. Stern halt in dem Level. Alter, stimmt ja. Und wir loben das Spiel noch. Ja, finde ich toll. Hm, ja, ist ja richtig super, dass es das nicht so gibt. Also, Der Mysterium will euch sehen. Ist, glaube ich, auch wieder so ein Level ohne. Ja? Ich glaube schon. Ja? Wir werden es erfahren können. Ich glaube nicht, nee. Aber du kannst, ne? Also man muss ja sagen, das ist ja ein sehr open-worldiges Game, ne? Das ist ja sehr open-worldig. Auch wenn es dieses Adjektiv gar nicht gibt. Aber egal. Ich glaube, da war gerade ein Schild mit einem Pfeil, das dir gesagt hat, ey, Alter, geh nach rechts. Aber man kann es bestimmt auch lassen. Ah ja, gut. Ich muss aber trotzdem auf die Mühle. Das kann sein, ja. Ja, so halb. Ja, ich glaube so halb, ne? Weil das Wasser, das hat dann kaputt. Ja, das Wasser ist jetzt leider verpestet, aus irgendwelchen Gründen. Das stimmt. Okay. Ich glaube, hier rechts war es irgendwo noch. Oder? Ja, da vorne.
Oh, eine Düse. Eine Düse. Ich weiß nicht, ob die mal zu können, aber ich glaube lang. Ist ja auch mal. Das war jetzt nicht so ganz schlau. Boah, gut, dann mal. Aber wie ihr seht, das tut einem auch weh. Am besten mit. Nein! Das war jetzt schlau. So, jetzt das Ding erstmal, dann hätten wir es schon mal speichern können. Kann man schon. Doch. Wie holen wir das? Draufspringen? Draufspringen, einsammeln. Aber es ist wieder so ein Level und das ist doch auch schön. Aber wir müssen ja eh nochmal ins Level rein. Oh Gott. So, also wie gesagt, 2 Minuten, ne? Bin ich ja mal gespannt. Ah! Das war jetzt sehr clever von dir. Schreit. Ja, Übersteuerungslord. Hm? Ja. Weiß nicht, ob du den Ausschlag noch gesehen hast. Der war voll. Stimmt, also ein Horrorgame, Pascal? Absolut. Also, wie ihr seht, drehen sich immer abwechselnd die roten und die blauen Plattformen. Was heißt, wenn die blauen sich gedreht haben, sollte man nicht auf einer roten stellen. Und umgekehrt, das hat Pascal jetzt sehr gut gemacht. Und hier gibt es immer ein Leben einzusammeln. Das heißt, wenn man kein komplettes Opfer ist und den Anfang überlebt, dann muss man hier nicht Game Over gehen. Außer, ne? Das ist natürlich clever gemacht von dir. Ach du Scheiße, es war das schon, Junge. Wie asozial war das Spiel denn schon früher? Also ich meine, ziemlich am Anfang. Das Spiel war sehr schwer, Alter. Spaß beiseite. Krass und kalt ist so... Warum? Warum, Morok? Warum hast du nicht den Anspruch? Die letzte 2 Versuche. Okay. Weiß Bescheid. Haftbefehl. Hab die Zeit. Angebrannt, 100 Kilo Handelbank, Haft ist der Mörder, du nur das Opfer, lad. Ist das so? Machete, auf deine Fete. Das ist also nicht so. Gut, ich meine, ich weiß nicht verkehrt, aber ich weiß auch nicht so. Wobei der Mädchen nicht so dann wird, ist irgendwie einfach zu scheiße. Ich glaube, so ist ja auch gedacht, habe ich das Gefühl. Da dauert es dann. Das Leben zu kriegen ist auch eine der schwersten Aufgaben im Spiel. Naja. Süß! Molto bene, ragazzo. Ich habe mir natürlich jetzt auch zum Glück gemerkt, wie sich der dreht. Aber ich glaube, hier ging er so. Der hintere Würfel, den musste man nehmen. So. Kommt mir nicht einfach so drüber? Kommt man. Pascal, Puh, das war knapp. Diese Pass auf, wirklich. Der war übel, ne? Oder? Nee. Der war richtig ekelhaft irgendwie. Also damals. Das war? Hm. Oh, Sebastian. Wirklich schön gemacht, Pascal. War es jetzt mein erster Tod? Ja. Okay, gut. Dann habe ich ja noch ein Versucherli. Prost. Auf Brad Pitt. Ich muss dazu sagen, gestern hat der liebe Herr immer seine Energy-Dose hochgehoben und hat zu mir gemeint, auf Trombone. Heute ist es auch einmal Brad Pitt. Also irgendwas stimmt da nicht so ganz im Kopf. Galopp. Ho! Das war jetzt nicht mal gut, der sagt. Danke. Ich glaube, nach zweimal durchgehen, hast du es das erste Mal gerafft, wenn er wirklich stirbt, also ich hab da auch nicht wenn er wirklich drüber gänzt. Ja gut, was heißt gerafft? Man hat da einfach nicht die Geduld und will es irgendwie cooler machen. Okay. Würde ich jetzt mal sagen. Cooler machen, würde ich auch so sagen. Ja, man ist ja immer so hektisch irgendwie. Ja, so. Ich muss aber auch ehrlich sagen, Mario Sunshine hat mich viel in meinem Leben gelernt, was Geduld und Ausdauer angeht, ganz ehrlich. Das Spiel hat mich echt gezüchtigt. Weil wenn du bei diesen ganzen Leveln keine Geduld und keine Ausdauervermögen hast, sag ich jetzt mal, so an der Sache dran zu bleiben, dann kannst du das Spiel eigentlich gerade aus dem Fenster werfen, die Minidisc. Ja, aber du musst die Kamera sehen. Warum? Weil das Ziel... Nee, doch nicht. Das ist geil. Glauben in der Kirche und so. So, okay, gut. It's a beautiful day. Schön, Sebastian. Ja. Einfach weiter. Okay, das wird jetzt klar. Scheiße. Das okay, war jetzt irgendwie nicht so gut. Ach, jetzt ist der Pai wieder dran. Ich glaube, das war echt ein Fehler, diese Folge noch, diesen Auftrag noch in die Folge reinzumachen. Das könnte eine Überlänge geben. Hm? Na gut. Aber komm ich mit klar. So ist Lionel kaputt. So, wir sind kaputt. So, wobei, so wie du es machst, ist es auch safe und schneller, muss man auch sagen. Oh! Ich wollte werden, wenn jetzt
La mujer ni ahí habla de la izquierda. Y vamos a tener más cargo. Machst du sehr gut. Molto bene, ragazzi. Mal schauen, wie du dich jetzt hier mit dem Magic Würfel anstellst. Ja, das ist doch kein Problem. Mit dem Rubik's Cube. Ich hab da keine Probleme damit. Ich auch nicht. Mhm. Das Gute ist, wenn man beide Leben einsammelt, dann tut mir ja richtig was für seine Gesundheit. Ja, ich weiß. Für seine Gesundheit. Ist was Pascal? Stark gemacht, ja. Wenn du da früher Probleme in deinem Leben hattest, kann ich jetzt nicht ganz verstehen. Kasten! Das waren schon so voll die. Ich gehe jetzt gerne auf den Kasten. Das waren schon voll die Vorgängerlevel zu den ganzen. Matratze! Zu den ganzen Mario Galaxy. Hast du schön gemacht. Hast du einfach schön gemacht. Muss man einfach so sagen. Yahoo! Ja! Ist okay, ja. Barmi, eh? So, ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Wir haben jetzt 7 Sterne gesammelt. Wir sind jetzt richtig coole Jungs. Sterne, Insignien natürlich. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir vielleicht dieses Level endlich mal betreten. Das ist deine abschließenden Worte, Mann.